Einen schönen guten Tag. Ich habe hier Augengesundheit OptiVision. Das sind 120 Kapseln, von denen man dreimal täglich eine nimmt. Habe ich mir ja hier schon verzeichnet. Ich habe nämlich schon damit begonnen, damit ich so schnell wie möglich Resultate liefern kann. Es wird allerdings seine Zeit brauchen. Hier sind einige natürliche Stoffe enthalten oder auch Aminosäuren und andere Mineralien. Allerhand gesunde Sachen, hofft man zumindest, dass sie gesund sind, die die Augen unterstützen sollen. Und da besonders natürliche Stoffe, also Stoffe aus der Naturheilkunde, längere Zeit brauchen, bis sie wirken, ehe der Körper sich darauf einlässt, kann man hier natürlich nicht von eins aufs andere Mal gleich mit Resultaten rechnen. Man muss dem Produkt tatsächlich viel Zeit geben, um wirken zu können, um richtig wirken zu können. Und die Zeit will ich ihm auch geben. Aber ich habe hier eine Dosierung für 40 Tage. Nicht Dosierung, falsch gesagt. Eine Menge für 40 Tage, wenn ich dreimal täglich eine nehme. Und diese 40 Tage, denke ich mal, die muss ich auch erst einmal schaffen. Danach kann ich abschließend noch ein Resümee geben und sagen, wie es auf mich wirkt, welche Veränderungen ich festgestellt habe. Da sind ja viele schöne Sachen drin, so wie in Aminosäure, Taurin, aber auch Blaubeer- und Johannisbeerextrakt, Quercetin, Schisandra, Silmarin habe ich gelesen, Traubenkernextrakt, Glutathion ist enthalten, Retinol, Zink, Lutein, Zeaxanthin, Astaxanthin, Calcium, alles solche Stoffe, die man auch aus anderen Produkten kennt. Das heißt, diese Beerenfrüchte-Extrakte, die sind mir jetzt neu im Zusammenhang mit Augengesundheit, aber natürlich auch vielversprechend. Da ist einiges dabei, was den Tränenfluss beeinflussen soll, sodass die Augen immer schön feucht sind. Trockene Augen sind was ganz Schlimmes. Und da sind auch Sachen bei, die antiallergisch wirken sollen. Andere wieder, die unsere Netzhaut unterstützen. Eben eine wirklich sehr schöne, gesunde Mischung. Antioxidantien, jede Menge. Entzündungshemmende Stoffe sind dabei. Also, ich denke, man muss das wirklich erstmal wirken lassen, um sich eine Meinung dazu zu bilden. Ich habe dieses Produkt gesehen und dachte, mein Gott, was ist daran so teuer? Denn der Preis, der tut ja tatsächlich weh. Der tut ja wirklich weh. Aber wenn es dann eine gute Wirkung hat und hilft, die Augenqualität zu verbessern, die Sehqualität vor allen Dingen zu verbessern, dann ist es vielleicht auch diese Investition wert. Das kann ich im Moment noch nicht beurteilen. Ich muss es tatsächlich erstmal zu Ende nehmen und würde dann nochmal darauf zurückkommen. Ja, ich habe es gestern angefangen, also 3, 4 Wochen würde ich mir auf jeden Fall Zeit nehmen wollen, um zu sehen, ob ich was sehen kann, nein, ob sich was verändert, ob sich spürbar was verändert. Dann komme ich nochmal zu dieser Rezension zurück und werde nochmal einen abschließenden Bericht dazu geben, beziehungsweise eine Anmerkung, um dann auch sagen zu können, definitiv, das hat mir geholfen oder ich habe nicht spürbar was gemerkt. So, das war's aber auch für den Moment und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und danke euch für die Aufmerksamkeit. Tschüss.